RB 48 von Bonn-Mehlem bis Köln Hauptbahnhof. Im Jahr 2014 wurde der RB 48 zwischen Bonn-Mehlem und Wuppertal Hauptbahnhof noch von DB Regio mit Triebwagen der Baureihe 425 gefahren. Du fährst einen solchen heute Abend bis Köln Hauptbahnhof. Dort übernimmt ein Kollege den Zug zur Weiterfahrt. Öffne die Türen und bereite den Zug auf die Abfahrt um 19:43 Uhr vor. Planmäßige Ankunft in Köln Hauptbahnhof ist 20:22 Uhr. Gute Fahrt und die Tab-Taste wird nicht benötigt. Und damit, ja, herzlich willkommen zur nächsten Fahrt in Train Simulator 2022. Ich freue mich besonders, denn ich habe es endlich hinbekommen, die Strecke Köln-Koblenz in der Version 2 zum Laufen zu kriegen. Und die gucken wir uns heute mal an. Das ist die von der Community aufgewertete Strecke. Und wir fahren ein Szenario von Trucks Driver. Lieben Dank dafür an den guten Trucks Driver. Und der Link zur Aufgabe ist in der Videobeschreibung. Rüsten wir mal den Zug auf. Ich habe eben schon mal gelunzt. Wir haben hier leider keine RB 43 als Zugziel. Wir könnten jetzt entweder nehmen Regionalbahn oder wir nehmen RE5. Aber wir wollen ja nach Wuppertal. Wir wollen ja gar nicht nach. Ja, wir nehmen einfach Regionalbahn. So. Gehen wir mal rein, machen hier alles an. Ich glaube, Batterie ist schon an. Nee, Batterie ist noch nicht an. Richtung Stellung 0. Hatte ich doch eben 0. Ist auf dem Stand. Und ist auf 0. Geht nicht. Die Türen auf. Man sollte eigentlich schon. Ja, Stromabnehmer sind auch oben, also passt das alles schon. So. Die SIFA ein Richtung Schalter M, PZB ein. Zug hat O, passt auch. Und wir fahren die Baureihe 425 von 3D-Zug. Richtig cooles Teil. Können wir hier mit den Pfeiltasten auch hin und her springen. Auch cool mit den Passagieren, die hier reingesetzt wurden. Gefällt mir sehr gut das Ganze. Können wir uns platzieren, wo wir wollen. Sehr, sehr genial. Jo, lassen wir die Passagiere mal zusteigen. Haben wir noch ein paar Minuten Zeit. Noch irgendwas vergessen? Instrumentenbeleuchtung an. Führerstandslicht, habe ich gelernt, lässt man aus. Ein Lokführer gesagt, macht man nicht. Gerade nachts macht man das auch überhaupt gar nicht, weil das in der Scheibe blendet und man draußen gar nichts mehr sieht. Deswegen lassen wir das mal aus. Ja, wirklich ein grandioser Zug hier. Wirklich, wie gesagt, sehr, sehr gut. Können wir uns gleich noch mal angucken. Aber erstmal gucken wir hier. Sehr schön. Sehr schön. Auch hier SPNV Nord im Auftrag Nahverkehr Rheinland. Und ich bin gespannt, ich bin wirklich, ich verspreche euch, ich bin noch nicht gefahren. Bin echt gespannt, was uns heute erwartet hier. Angesetzt sind 45 Minuten und wir haben, oh, ein paar Halte haben wir. 42,7 Kilometer vor uns. Noch haben wir hier vorne rot. Dürfen also noch nicht rausfahren. Ja, und es ist halt wirklich immer eine Heidenarbeit, sich irgendwie alles zusammen zu klabüstern, was man für diese Streckenupgrades braucht. Aber es lohnt sich halt enorm, ne? Das ist halt wirklich das Ding. Das lohnt sich. Und das Gute ist, wenn man erstmal zwei, drei Streckenupgrades installiert hat, dann hat man auch größtenteils schon die ganzen Assets, die man auch für die anderen Streckenupgrades braucht. Weil, ja, so in 70, 80% der Fälle ist halt immer dasselbe, was benötigt wird, ne? Für die Streckenupgrades. Zum Beispiel gibt es so Gebäudepakete 1 bis 8, da gibt es 8 Stück,
Die braucht man zum Beispiel für dieses hier und für die Strecke Hamburg-Hannover. Die habe ich mir auch geupgradet. Gibt es auch bald ein paar Folgen von. Sehr, sehr cool. Gefällt mir. Also, ja, ist ja oft so bei Spielen, aber beim Train Simulator finde ich, ist es nochmal ein bisschen krasser, weil ohne die Community, glaube ich, wäre das Spiel schon längst tot. Das wäre definitiv so. So, ich möchte mich aber tatsächlich nochmal ein bisschen nach hinten setzen. Noch haben wir rot, wie gesagt. Oh, 43 ist rum, wir haben immer noch rot. Richtungsländer machen wir schon mal nach vorne. Aber wir können schon mal anfahren. Ach, da kommt noch was. Ein ICE. Muss ein ICE 1 sein, ja? Na, der ist aber verschwommen. Was ist denn mit dem passiert? Es gibt so eine Mod, nennt sich World Landscapes. Gibt es einmal in der Freeware-Version als ja, nicht so hoch texturierte Variante. Die gibt es for free. Die hat auch keine Animation im Winter und im Herbst, dass die Bäume also bunt werden oder mit Schnee bedeckt. Und es gibt noch die Version, da zahlt man 8 Dollar für. Die wollte ich tatsächlich investieren. Aber die Jungs wollten mein Geld nicht. Also die wollten schon mein Geld, aber ich wollte dafür auch gerne das Vegetationspaket, was ich aber leider nicht bekommen habe. Ich habe 3 Tage gewartet, habe 2 E-Mails geschrieben. Ja, leider keine Antwort bekommen. Und dementsprechend habe ich dann bei PayPal mein Geld auch wieder zurückgefordert. War ein bisschen schade, weil wenn man dann natürlich im Winter unterwegs ist und hat dann Sommertexturen, das sieht natürlich unschön aus. Gut, wir haben keine also wir haben keinen Fahrplan, keine Ankunftszeit da unten drin. Da ja wirklich auch Spieler, die bestehen darauf, das Szenario erfolgreich abzuschließen. Aber mir geht es eher darum, klar, ich will natürlich jede Aufgabe hier schaffen, an jedem Bahnhof halten, hast du nicht gesehen, aber mir geht es eher darum, Spaß zu haben, das zu genießen. Also wenn jetzt das Spiel sagt, nö, du bist da eine halbe Minute zu spät oder vielleicht sogar anderthalb Minuten oder zwei, das gilt jetzt nicht als erfolgreich, das ist mir jetzt eigentlich ziemlich Schnuppe. Bonn-Bad Godesberg. So. Einmal Türen auf. So, nächstes ist schon Bonn Hauptbahnhof in 7 Kilometern. Da haben wir eine Ankunftszeit, 19.51 Uhr.
Gerade der Bereich um den Kölner Hauptbahnhof, da bin ich sehr gespannt, wie das umgesetzt wurde. Es gibt auch wirklich viele, viele Szenarien für die Strecke. Genauso wie für Hamburg-Hannover Deluxe. Da habe ich mir schon zwei rausgesucht. Einmal mit dem ICE komplett durch. Von Lucky God. Das kann nur gut werden. Lucky God hat immer geile Szenarien. Und dann einmal von Amisia. Da gilt dasselbe. Auch wunderbare Szenarien. Mit einem Ganzzug mit Taschenwagen mit LKW Walter Aufliegern. Das ist zweiteilig. Deutlich gemacht hat. Guck mal, ob wir eine Vorbeifahrt erwischen. Nee, leider. Leider nicht. Wisst ihr, heute machen wir mal die Sifa aus. Das hat ja keinen Mehrwert. Aber wir können dann auch mal ganz getrost in die Außenperspektive gehen, ohne Angst zu haben. Zwangsgebremst. PZB natürlich bleibt an. Glaube ich, der Kollege entgegen. Der Gegenzug. Nee, was ist dann? Ich glaube, das ist D0 gewesen, ne? Siemens D0. Ich brauche dringend die SSD. Ganz dringend. Ich denke, dass das Problem mit den Nachladerucklern auf ein Minimum begrenzen wird, wenn nicht sogar abschalten wird, komplett. So, Bonn Hauptbahnhof, herzlich willkommen. War ich auch noch nie, weder in echt noch im virtuellen Leben. Aber wir sind pünktlich. Schönes Dach hier. Schick. Die Türen auf und hier kann man noch einen schönen Screenshot vielleicht sogar erhascheln.
Wenn man das hier so sieht, die Uhrzeit 19.52 Uhr, die Sonne steht noch hoch am Himmel. Da freut man sich doch schon wieder auf den Sommer. Wir hatten jetzt echt ein paar schöne Tage, aber jetzt ist es wieder klirrend kalt. Sommer und Sonne, da freue ich mich wirklich wieder. Schön den Grill anschmeißen, Trainspotten gehen. Na, vielleicht gibt es da auch mal das ein oder andere Video, wenn ich dann eine passende Kamera habe. So, weiter geht's nach Reusdorf. Der Sonne entgegen. Schön, schön. So, na, ihr seht's ja. Diese Upgrades, die lohnen sich einfach. Guck mal hier. Alles überwuchert hier drüben. Alles stillgelegte Gleise. Aber im Führerstand ist immer noch am schönsten. Das ist halt einfach so. Und hier drüben ist die Schnellfahrstrecke. Oder was ist das hier drüben? Zweig ab. Jetzt auf den Streckenmonitor gucken. Wo geht's hier? Okay, hier geht's nur zum Portal. Da können wir jetzt Züge spawnen oder despawnen. Wenn ich dann die SSD habe, dann gibt es vielleicht auch mal Livestreams vom Train Simulator. Ich habe echt viel geplant, aber dafür muss die SSD her, egal ob jetzt Transportfieber oder hier der gute Train Simulator. Das bringt mir nichts. Ich hatte einmal TSW 2 gestreamt und das war wirklich, ja, es war jetzt keine Vollkatastrophe, aber es war halt nicht gerade die beste Frame Rate, sagen wir es mal so. Das war gerade im Münchner Hauptbahnhof da im Vorfeld. Das war schön. Das war schon, ja, nicht so geil. Lidl gibt es hier auf der Map aber oft. Ist mir aufgefallen. So. Reusdorf.
immer wieder schön. So, nächste Halt ist Sechtem. Gibt es da eigentlich so einen Indikator, mit wie viel Prozent man anfährt an all die S-Bahn und ja, an alle Personen, Triebfahrzeugführer unter euch? Ich kenne das von uns, von der Straßenbahn hier in Kassel. Manchmal, also da gibt es halt auch schon Unterschiede. Es gibt gute und es gibt wirklich miese, ja, man nennt es jetzt einfach mal im Allgemeinen Triebfahrzeugführer. Es gibt da welche, die fahren halt sachte an, dass man, wenn man steht, nicht durch die halbe Tram fliegt. Und dann gibt es halt welche, die fahren an wie die Ochsen. Steht man am Fahrkartenautomaten, will sich gerade eine Fahrkarte kaufen, dann wäre ich auch echt ein bisschen böse. Und dann fliegt einem erstmal das Geld aus der Hand. Und man selber fliegt auch durch die Gegend. Nicht so geil. Und genau dasselbe beim Bremsen. Manche, die bremsen halt total ruckartig, dass man selbst, wenn man sitzt, erstmal einen steifen Nacken bekommt, weil es einen nach vorne haut. Und dann gibt es welche, die bremsen so sachte, dass man fast das Stehenbleiben gar nicht merkt. Also physikalisch jetzt. Man sieht natürlich, dass man stehen geblieben ist, aber ja, da gibt es halt echt Unterschiede. Ich glaube, wenn man hier einfach gleich mit 100% anfährt, dann haut es schon mal die stehenden Passagiere von Socken. Das ist ja dann total ruckartig. Das Horn. Oder das Makrofon. Ich glaube, Makrofon sagt man im Fachjargon dazu. Es gibt auch noch ein Update zur Inselbahn Stralsund. Das ist aber dann schon doch echt umfangreicher. Das wird noch ein bisschen dauern, bis ich das, glaube ich, drin habe. Aber ich kann es nicht oft genug sagen. Alles nacheinander. Mich hetzt ja keiner. Mir jetzt im Sale bei Steam erstmal ein paar schöne Strecken zugelegt. Auch die U-Bahn Berlin. Da will ich demnächst auch mal mit euch eine Runde fahren. Hab mir das jetzt noch überhaupt gar nicht angeguckt. Vielleicht auch mal einfach erstmal ein Standard-Szenario. Steht ein Kesselwagenzug? Muss ein 145er sein, ne? Oder ist das eine 185er? Ne, ist 185er. Mal hier. Was macht denn da so Geräusche? Ach, der Gabelstapler, guck mal. Wie cool. Wie hieß dies? Ah, wie hieß das? Dieses Lehrvideo mit dem Gabelstapelfahrer. War das sogar nicht aus den 70ern oder 80ern? Klaus der Gabelstapelfahrer hieß das, glaube ich. Wer es nicht kennt, gibt es mal einen bei YouTube.
Anschauen auf eigene Gefahr. Cool. So, aber wir dürfen weiter nach Brühl. Auf geht's. TX Logistik war die 185er. Und bisher scheint auch echt alles gut. Boah, da steht ja aber mitten auf dem Bahnübergang. Das ist schlecht. Bisher scheint auch alles gut zu laufen, was die Strecke angeht. Man kann ja da die Strecke kann ja trotzdem laufen, auch wenn man Signalpack meinetwegen falsch installiert hat und irgendwann fehlen dann die Signale oder Assets allgemein. Aber man würde ja auch gar nicht mitkriegen, wenn hier zum Beispiel was die Heuballen da fehlen würden. Das würde ich ja gar nicht mitkriegen. ICE, guck mal. Maverick sagt immer eine Weißwurst. Das ist aber ein Einser. Eine Einser Weißwurst. Schön, dass unten links angezeigt wird bei dem nächsten Haltepunkt, wie lang der Bahnsteig ist. Aber auch hier können wir mal mit dem Kombihebel ein wenig früher bremsen. Ich habe die Zahl nicht gesehen wegen der Siefertaste, die da drunter liegt. Ja, bisher ist es ja wirklich entspannt. Ne? Ich hoffe halt, dass dieses Nachladeruckeln, wenn wir jetzt gleich in Köln reinfahren, nicht zu intensiv wird. Schönes, entspanntes Szenario. Lang dürfte es eh nicht mehr sein. Ja, drei Haltepunkte noch: Köln Süd, Köln West und Köln Hauptbahnhof. Ich finde, es ist immer so kurzweilig, wenn man mit dem Zug hier im Simulator unterwegs ist. Der Popo ist drin, kann man anhalten. Alle drin, alle drin. Na komm, auf sie warten wir noch. Ja, wir tun jetzt mal so, als wären die Tür noch offen. Und weiter geht's. Kennt ihr diese Tramfahrer oder auch Busfahrer, meinetwegen, die sehen, da kommt noch einer angerannt. Es würde sie vielleicht 10 Sekunden kosten, noch kurz zu warten. Aber sie fahren einfach los und gucken den dann noch an und grinsen dann noch. Nein, das habe ich jetzt noch nie festgestellt, aber gucken dann noch.
Manchmal habe ich das Gefühl, die machen das richtig so aus Genugtuung. Ne, dich nehme ich nicht mehr mit. Du hast Pech gehabt. Klar, die haben den Fahrplan einzuhalten, das ist mir ganz klar. Und gerade an großen Kreuzungen ist es ja so, wenn denen ihr Signal auf Fahrt zeigt und sie dann nicht fahren, müssen dann erstmal wieder 2 Minuten warten, bis es erneut Fahrt anzeigt. Das ist mir alles bewusst, aber manchmal sieht es halt einfach so aus, als würden sie sich zu Tode freuen, wenn sie da einfach jemanden stehen lassen und sich denken, wärst du mal 5 Sekunden früher gekommen. Bei den Aufgaben bei Köln-Koblenz ist, es gibt da ein Repaint von, boah, schlag mich tot. Auf jeden Fall braucht man das für gefühlt 95% aller Aufgaben. Und das gab es nur bei RaySimulator.net. Und ja, dem geübten Train Simulator-Spieler ist ja bekannt, dass es die Seite nicht mehr gibt. Das war ein Repaint von dem User ICE. Der hatte seine ganzen Sachen nur bei Rail Simulator hochgeladen. Und ohne dieses Repaint, ja, ist es halt nicht möglich, diese Aufgaben zu spielen. Was halt echt schade ist. Kommt schon der nächste. Seht ihr, da ist ein fliegendes Signal gewesen. Und schön. So, als hätte da eine Signalbrücke gefehlt. Blöd wäre. Wir schauen mal, ob da noch was auf uns zukommt oder ob es das die Ausnahme war. Das ist der erste Fehler, der mir aufgefallen ist. Hier fahren wir durch, okay. Schön. Gut sieht's aus. Sogar Formsignale hier. Ich habe jetzt übrigens auch erfahren, dass an der Strecke Hannover-Bebra gearbeitet wird, beziehungsweise Hannover-Fulda. Und ja, die Schnellfahrstrecke bis nach Fulda quasi schon fertig ist. Und die Altbaustrecke bis nach Bebra, das sind doch mal News, die ein ja, Kasselaner, Kasselener, wie auch immer, sehr freuen. Weil wird wirklich mein Traum wahr und Kassel schafft es in den Train Simulator. Im Microsoft Train Simulator gab es Kassel ja schon. Und in Susi 3 ist das ja quasi sogar der erste Bahnhof gewesen, den es da gab. War ja beim Grundspiel dabei, glaube ich sogar. Da gleich nur noch 80. Jetzt habe ich wieder fast verbabbelt hier. Wäre auf jeden Fall ein Traum, wenn man wirklich von Hannover bis nach Fulda fahren könnte, Schnellfahrstrecke. Strecke.
10er. Ne, wir haben grün. 80 und grün. Okay. Und da gab es auch schon Bilder von. Das sah wirklich schön aus. Das ist ja quasi die Strecke Hannover, Göttingen. Und dann geht es ja weiter Eichenberg, Eschwege, mein Geburtsort. Da gibt es ja mittlerweile einen Kopfbahnhof, wo man in die Stadt reinfährt und wieder raus. Also das wäre wirklich Freeware-Strecke ist das aber. Was es aber nicht schlechter macht, ich sage nur Bremerhaven, Bremen. Oder die Kerbestrecke. So ein mega Projekt. Nachteburg Randstadt, es gibt echt mega Strecken für den Train Simulator. Man muss nur Zeit, Geduld und ein bisschen Know-how mitbringen. Und dann klappt das schon. So, Köln Süd. Jetzt habe ich doch tatsächlich eben die Bremse gedrückt. Warum die verbremsen wir uns jetzt nicht? Nicht die Kombihebel benutzt, sondern sonst die Zugbremse. Aber das passt noch. Glück gehabt. Ah, kein Glück. Können. Hä? Hey. Hey, die Signale, die stehen alle. Das war eben die Ausnahme, ne? Dass der da gehangen hat. In der Luft. Ja, mit Siemens Lufthaken aufgehangen. Das passt auch. Die braucht man auch für die Strecke. Als Asset. Siemens Lufthaken. Gleich in Köln-West. Auch der Sound, ne? Echt schön gemacht. Er sogar uns vorbeilassen. Erst überholt er uns, dann überholen wir zurück. Und dann überholt er uns wieder. Komplett der nächste uns entgegen.
Mintfarben mit Autos. Ach, so liebe ich das. So mag ich das. Und auf zum Kölner Hauptbahnhof. Drehscheibe, ICEs stehen hier, Intercity-Waggons. Dovetail. Nein! Ich habe zu viel draußen rumgeguckt. Ach, verdammt! Zählt nicht. Das zählt nicht. So ist das, ne? Wenn man draußen durch die Gegend schaut, dann passiert das. Da ist der Dom. Aber wir haben auch noch Zeit. Einmal hinein. ICE fährt raus und wir fahren rein. Ein Wahnsinnsbahnhof. Allein das Dach ist schon eine Augenweide. Sekündchen zu spät.
So, und hier werden wir dann gleich abgelöst. Aber vielleicht kommen wir nochmal hier einen schönen Screenshot machen von unserer Regionalbahn. Das ist doch schön. Vielleicht noch einen Tick ranzoomen. Schnell den HUD ausblenden. Und noch einen schönen kleinen Screenshot zum Abschied. Ja, hier endet unsere Fahrt. Ich hoffe, es hat euch mal wieder ein wenig Spaß gemacht, mit mir zu fahren. Ja, schade, sie haben das Szenario nicht erfolgreich beendet. Das meine ich halt. Mich stört das jetzt nicht. Ich weiß, ich habe überall gehalten. Und ich weiß auch, dass ich einigermaßen pünktlich war. Also noch in der Toleranz der Deutschen Bahn. ja, mich stört das jetzt weniger. Ja, ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und würdet auch beim nächsten Mal wieder einschalten. In dem Sinne, ich bedanke mich und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.